Soll ich? So, nein. Ich kann den Patrick nicht einfach. Nein, ich kann ihn nicht einfach töten. Du meinst, er hält mich zurück? Aber er ist mein Freund. Wobei, dann werde ich erfolgreicher. Dann wird die Oscar, wir müssen reden, Kino-Couch, Podcast-Reihe, Ruhm erfahren, den es immer haben sollte. Stimmt. Stimmt. Hallo, Patrick. Komm doch her. Fahren wir doch mit dem Boot, machen einen Ausflug in die Stadt. Was sagst du, Patrick, dazu? Sester? Sester, was ist? Nee, Sester, weißt du was? Es gibt keinen Podcast, es gibt nur Blasen. Ui, guck mal die kleinen Bläschen da. Ich, lass mich schütteln. Ah, ganz viele kleine Bläschen. Ich will Bläschen, Bläschen, juhu. Okay, jetzt überlege ich, dich umzubringen. Sorry. Ich wollte gerade sagen, also nach diesem Intro bin ich hier ein bisschen verängstigt, selbst da. Das ist der Psycho selbst da, der da rauskommt, Das ist doch einfach nur Sunrise und die Erleuchtung, die ihr erfahren habt durch diesen Film. oder? Ja, mir ist ein Flügel gewachsen durch den Film, den ich gesehen habe. Ja. Durch Wings, ja. Ich fühle mich sehr Huhu. beflügelt. Ja. Ja, wie ihr hört, wir haben schon jetzt schon Spaß dabei, unsere Rollen zu finden und die jeweiligen Filme zu verteidigen, die wir gleich verteidigen werden. Wir hier in diesem Podcast namens Oscar, wir müssen reden, wo wir eben versuchen, langsam durch die gesamten Best Picture nominierten Filme zu spazieren, einen Spaziergang zu machen und vielleicht auch ein bisschen zu verzweifeln, wie ihr gerade gemerkt habt, vielleicht. Ich bin ständig am Verzweifeln, ständig. Ja, mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner, weil wir letztes Mal mich nicht mal genannt haben. Ah, haben wir nicht? Ja, gut, du bist doch Ja. ein altbekannter Hase im Showbiz, selbst da. Ja, ich bin ein Ace Pilot, der schon genug Bruchlandungen gemacht hat mit verschiedensten Podcasts. Auf jeden Fall, da kann ich nicht mehr viel hinzufügen. Soll ich mich auch noch vorstellen? Du hast mich schon Ja, vorgestellt, oder? nein, ich habe nur Patrick gesagt. Und mein Co-Pilot ist natürlich wie immer dabei, der Patrick Marki. Hallo, Patrick. Hallo Sebster, hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Freut mich, dass ihr auch dieses Mal aus der dritten Ausgabe von Oscar, wir müssen reden, dem gerne beiwohnen mögt, wo wir über und mit Oscar reden. Und wir befinden uns nach wie vor im Jahre 1929, dem, ja, man kann sagen, inaugurativen Jahr der Oscars, das erste Jahr der Oscars. Und heute treten die letzten beiden Filme gegeneinander an, hier bei uns, die nominiert waren in den diesjährig, also 1927, zwei verschiedenen Kategorien für den besten Film, also Best Unique Picture und Best, wie heißt das andere noch gleich nochmal? Ach Gott, ich vergesse das. Artistic and Unique Product ist das eine und Outstanding Picture ist das andere. Genau. Was schon ein Jahr später fusioniert werden sollte in die Kategorie, die wir heutzutage unter einfach Best Picture kennen. Genau, aber heute wollen wir uns mit den beiden jeweiligen Gewinnern dieser Kategorien auseinandersetzen. Und zwar mit Sunrise und Wings. Und ihr, die ihr hoffentlich alte Podcast-Hasen seid und jetzt schon das dritte Mal dabei seid, wisst ein bisschen, wie das funktioniert. Jeder von uns hat sich seinen Lieblings-Darling-Film herausgesucht und wir battlen uns und versuchen argumentativ und rhetorisch den jeweiligen anderen Film bzw. das Gegenüber auszuboten und zu argumentieren, warum der Film, den wir gewählt haben, denn der bessere ist. Und dieses Mal, selbst da, fällt die Ehre auf dich, Sunrise zu behandeln. Und magst du uns dann kurz erzählen, ja, Sunrise, was ist das denn? Worum geht's denn da? Ja, also ich werde für Sunrise von F.W. Murnau oder Friedrich Wilhelm Murnau besprechen, einem sehr bedeutsamen deutschen Regisseur der Stummfilmzeit, der leider schon ein paar Jahre nach dem Oscar hier bekommen hat, verunglückt ist bei einem sehr interessanten Autounfall, wenn man das so nachliest, aber das überlasse ich allen denjenigen, die es möchten. Denn bei uns geht es ganz viel, viel, sagen wir naiver, sagen wir beschaulicher, sagen wir idyllischer zu. Nämlich wir sind in einer Welt, die in einer Städtchen, in einem Dörfchen, was überall sein könnte, wo
The Man and the Wife zusammen ein Eheglück verloren haben, aufgrund einer Frau aus der Stadt, The Woman from the City, wie es einfach ihre Charakter heißt. Ihr merkt schon, dass all diese Figuren einfach nur sehr generische Charaktere haben, um diesen universalen Ton zu bezeichnen. Und es geht halt gerade diese Verführung, die ihm diese Figur und natürlich auch das Stadtleben als solches über den Protagonisten von George O'Brien gespielten Protagonisten, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also die Verführung einfach, die sie darstellt und ihn mit ihren Worten verlockt in ein Traumreich in der Sinnlichkeit. Und dagegen ist natürlich die Wife, von Janet Gaynor gespielte Protagonistin, eine naive kleines Landmäuschen, das nicht mithalten kann mit dieser Großstadtfrau, dieser New Woman, diese neue Frau der 1920er Jahre. Und wie das dann weitergeht, werden wir dann besprechen, weil das Ganze hat natürlich sehr viele Twists and Turns, die ähnlich auch lustigerweise bei Wings zu finden sind, diese Twists and Turns. Wow, auf jeden Fall. Also von dem Setting, von dem, ich sag einmal, Ausgangsszenario ist Wings gar nicht einmal so anders, also bisschen schon, aber gar nicht so unterschiedlich. Wir befinden uns auch im ländlichen, ruhigen Amerika in einer, ja, idyllischen Kleinstadt, Dorf, genau weiß man es nicht. Und es geht, also vielleicht sollte ich mal ganz kurz sagen, von wem. Also Wings ist auch ein Film aus dem Jahr 1927, ja, von William A. Wellman, dirigiert, also er ist Director, Regisseur, so heißt es auf Deutsch, und hatte offenbar nichts Näheres weiß man dazu. Also es gab offenbar einen unerwähnten, auch zweiten Regisseur, Harry Dabadi-Darast. Was genau dessen Rolle war, weiß man nicht wirklich. Also die Hauptcredits als Regisseur hat hier William Wellman. Und Wings ist ein Film, also wie gesagt, er beginnt in der beschaulichen Idylle Amerikas und es ist eigentlich einer der ersten oder ein, sagen wir es mal so, einer der Luftkampffilme, ist das das Wort, das ich hier suche, also einer der Filme, genau, an denen sich alle anderen danach kommenden Kriegsfilme, Luftkriegsfilme zu messen haben. Also das hier gilt als Meilenstein der Filmgeschichte, quasi, wenn man so möchte, der Top Gun der 20er. Und ja, also das hier, ich werde jetzt nicht allzu genau auf die Story eingehen, aber es geht eben um zwei, ja, zum Schluss gut befreundete, zu Beginn ein bisschen rivalisierende Jungspunde, Charles, Entschuldigung, ach Gott, also der Schauspieler heißt Charles Rogers und der spielt Jack Powell, wird im Film auch manchmal John genannt, ich weiß nicht, John und Jack scheint hier synonym zu sein, also fand ich ein bisschen verwirrend, aber... Na, aber ich glaube, das ist auch generell im Usumkanischen oder zumindest im Englischsprachigen, oder? Dass John, ist nicht John so irgendwas... Eigentlich ihr Name und Jack ist sozusagen die Koseform? Eigentlich ja, zumindest war es mal so, aber es kommt also mir zu allermindest super selten vor, dass irgendjemand sowohl John als auch Jack genannt wird. Ich meine, John ist auch eine Kurzform von Jonathan, streng genommen. Aber stimmt schon, Jack ist eigentlich die Koseform von John, aber es wird in meiner Erfahrung in den allermeisten Fällen mit zwei verschiedenen Namen behandelt. Ja. Aber in den 20ern war das wahrscheinlich noch nicht so. Also John alias Jack Powell und sein bekannter, später guter Freund David Armstrong. Die beiden kommen aus verschiedenen gesellschaftlichen Klassen. Also der gute Jack kommt eher aus der Mittelschicht. Also ihm geht es jetzt auch nicht so schlecht. Aber er ist kein so verwöhnter, reicher Sprössling, wie David es ist. Und die beiden schließen sich dem Militär bzw. der Luftwaffe an und werden im Krieg, im natürlich Ersten Weltkrieg, der hier sehr bombastisch porträtiert wird, werden von Jungs zu Männern gemacht. Und es sollte aber auch tragisch ausgehen teilweise. Und natürlich sind ja auch Liebesgeschichten und Verstrickungen mit vorhanden. Nämlich, genauer gesagt, also die beiden lieben die gleiche Frau, die gute Sylvia, und dann gibt es aber noch die Mary, die eigentlich Jack, der wahre Protagonist ist, liebt. Und ja, also romantische Verstrickungen, die sich auflösen müssen im Krieg. Und ja, das ist der Film, von dem ich heute erzählen werde. Aber hast du vorhin nicht so schon erzählt? Hast du nicht vor zwei Podcast-Folgen schon darüber geredet? Liebesgeschichte im Krieg, das klingt doch schon vertraut.
Ja, Seventh Heaven, sicherlich. Es ist gar nicht so unterschiedlich, das stimmt, aber die Filme haben unterschiedliche Foki. Also das hier ist wirklich ein Kriegsfilm. Also hier handelt es hauptsächlich von dem Krieg, von den Kampfszenen. Und das hier ist auch ein Actionfilm. Und dieser Film, ja, um das wunderschöne Wort, das ich im letzten Podcast auch schon verwendet habe, also flext quasi seine Muskeln, wenn man so möchte, dadurch, dass er wirklich, also für den damaligen Zeitpunkt, eigentlich auch heute noch sehr beeindruckende, sehr realistische Flugkampfszenen zeigt. Also das ist der Haupt oder einer der Hauptinhalte dieses Films. Nicht zuletzt merkt man es auch daran, dass der Regisseur William Wellman ja auch ein ehemaliger Air Force-Pilot war. Während Seventh Heaven handelt zwar auch vom Krieg, ist auch sehr packend und sehr bombastisch für die damalige Zeit dargestellt, aber die Haupthandlung, würde ich schon sagen, ist eigentlich in Paris angesiedelt, während der Zeitpunkt, wo dann der Protagonist in den Krieg kommt und dann wieder zurückkommt, zwar schon auch zentral ist, aber nicht so zentral wie hier. Also hier geht es wirklich darum, okay, diese beiden Jugendfreunde ziehen in den Krieg aus und werden da geformt und geprägt und verwirklichen sich in der einen oder anderen Weise selbst. Genau, und leben, erleben aber die Schrecken des Krieges auch noch. Und der Zuseher bekommt die auch direkt gezeigt. Aber du hast schon recht, Parallelen sind durchaus vorhanden. Wir befinden uns ja im Jahr 1927, als beide Filme gedreht wurden. Das heißt, der Erste Weltkrieg ist erst, oh Gott, 9, 8 Jahre hinter vorbei. 8 Jahre, 1919, 1918. 18, 18, Entschuldigung. gell? Also 9 Jahre Neun sind es dann, Jahre, ja, neun. genau. Also ein noch relativ junges Thema oder ein relativ frisches Thema, das natürlich filmisch verarbeitet werden möchte und sich selbstverständlich auch dramaturgisch anbietet. Und interessanterweise, naja, können wir uns später darüber unterhalten. Also gut, ich steige mal gleich direkt ein. Ich sag mal, ich will jetzt nicht zu viel Ja. verraten, aber Wings ist genial, ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ich weiß, ich sage das fast jedes Mal, bei Wings stimmt es aber tatsächlich. Das hat Warum, sogar wenn ich. Cheng gesagt. Ich kann mich genau erinnern. Ja, bei Cheng hat es, also Spoiler Alert für diese Podcast-Folge, wenn ihr noch nicht gehört habt, macht jetzt Schluss und hört euch diese Folge zuerst an. Spoiler Alert, nee, bei Cheng musste ich mich verstellen, musste so tun, als ob ich den Film gut fände. Hab's zum Schluss auch aufgelöst, da ich den Film fürchterlich fand. Bei Wings ist es aber nicht so. Wings ist tatsächlich ein wunderbarer Film, der sehr, sehr, sehr beeindruckend ist. Warum kann ich gerne später noch ein bisschen zu erklären. Was ich aber interessant finde, ist, dass also Seventh Heaven, sowohl Seventh Heaven als auch Wings, beide versuchen, es gelingt ihnen vielleicht auch, die Schrecken und die Gräuel des Krieges darzustellen. Andererseits muss man aber schon wirklich auch sagen, und vielleicht ist es einfach, ja, weil wir jetzt fast 100 Jahre später uns befinden, sind die irgendwie auch verharmlosend Hollywoodesk. Also man kriegt schon ein romantisierendes, nicht die Gräuel des Krieges adäquat porträtierendes Bild. Oh ja, und kann man sich unterhalten, woran das liegt. Aber ich glaube, es ist hauptsächlich der damaligen Zeit geschuldet, dass es damals nicht möglich oder nicht denkbar gewesen wäre, wirklich die Schrecken des Krieges realistisch darzustellen. Aber es ist vielleicht ein anderes Thema, können wir vielleicht. Ich finde es schön, dass du gleich beginnst, mit deinem Film schlecht zu machen. Das gefällt mir. Mach weiter, mach weiter. Nein, 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 nein. Ja, ich glaube. Also ich glaube, der Film geht so weit, wie er für dieses Jahrzehnt gehen konnte. Er ist wirklich revolutionär. Das ist auch einer der ersten Filme, wenn mich nicht alles täuscht, einer der ersten Hollywood-bombastischen Filme oder einer der Hollywood-Blockbuster, der ersten Hollywood-Blockbuster, in dem man wirklich Nacktheit sieht. Und sowohl männliche als auch weibliche Nacktheit. Das heißt, hier werden schon Grenzen gesprengt und dieser Film ist für seine Zeit durchaus revolutionär. Er ist ein bisschen das filmische Game of Thrones der 20er auch, würde ich fast sagen wollen. Aber dennoch im Vergleich zu heutigen Standards und Maßstäben, ja, kann sich der in dieser Hinsicht, also in puncto Realismus, nicht vergleichen. Aber das ist, glaube ich, komplett natürlich oder komplett unüberraschend. Okay, also sein Argument ist, es ist ein Blockbuster, wo Nacktheit dargestellt wird und dadurch ist ein guter Film. Okay, Nein, das ist ist nur ein okay. exemplarisches Nein, Beispiel. ja. Also so, also das, Moment, also du brichst das jetzt, du verkürzt das ein bisschen zu sehr. Ich versuche hier eine Argumentation, ich suche hier einen Streitpunkt. Ich finde nur,
Verwirrung, muss ich gestehen. Ein Mann, der nicht weiß, worum es in seinem Film gegangen ist, wo der sagt am Schluss, ja, da gab es auch die Clara Bow, die Mary irgendwie, die gab es halt aber auch dabei und das ist ja schon bezeichnet für den Film. Clara Bow ist der Star des Filmes, ist frontloaded in dem Film als Hauptdarstellerin, als Top-Billed, weil sie einfach die größte Schauspielerin war der Zeit. Und es stimmt, man sieht ihre Brüste in dem Film, aber nur wer wirklich pervers ist und sich das in Zeitlupe anschauen möchte. Danke, Internet. Weil geschnitten ist der Film so, dass man es nicht sieht eigentlich. Dafür muss man sagen, hat Clara Bow auch ganz direkt auch harte Worte in den Film gerichtet, muss man sagen. Sie hat sich gesagt, sie ist im Film nichts anderes als ein dekoratives Stück, das hier mitgebracht wird. Und so fühlt sich der Film auch an. Der Film ist 2 Stunden, 30 Minuten lang bombastisch. Stimmt. Es ist bombastisch im Sinne von, es ist exzessiv. Er kann nicht aufhören. Er geht immer weiter, geht immer weiter. Hatte ursprünglich sogar 14 Rollen gehabt, wurde gekürzt auf 13 Rollen noch und ist noch immer zu lang. In der Hinsicht, dass er banale Szenen immer wieder reinwirft, wo er nicht weiß, wo es hingeht. Ich gebe nur ein Stichwort. Hermann Schrimpf, die beste Figur Ich des meine, Schwimpf, Filmes. Schwimpf, nicht Schrimpf? Schlimpf, Schwimpf, ja. Entschuldigung, dass ich die Hauptfigur nicht richtig genannt habe. Genauso weiß der Film auch nicht, was er mit Mary machen soll, mit dieser Clara Bow gespielte Figur, die immer wieder auftaucht und ja, versucht sich irgendwie eine Szene für sich zu gewinnen, aber eigentlich konstant ignoriert wird, bis sie eigentlich dann nach ungefähr 1 Dreiviertelstunden vollkommen vergessen wird, bis dann bei der Rückkehr des Film, der Helden, Heldinnen, einer Helden in die Heimat dann doch wieder gesagt und hey, wir hatten da noch eine Figur gehabt und die hatte auch ein Thema gehabt, diese Shooting Star, genau, Shooting Star ist auch irgendwie wichtig, weil dann verweisen wir auf den Anfang des Filmes und der Film ist so ähnlich wie bei Seven Seven, ein Film, der irgendwie auch wiederum nicht weiß, was er machen möchte, der irgendwie zwar wirklich bombastische Szenen drin hat, Bildgewalttätige, durchaus nicht falsch benutzt dieses Wort, Szenen des Blutbades, der Kämpfe und die aber gleichzeitig versucht, eben das zu binden mit den Liebesgeschichten und es zu strukturieren mit der Liebesgeschichte mit Sylvia, einer reichen Frau, und mit Mary, in dem jetzt der Jack nicht verliebt ist, also die selber in Jack verliebt ist. Du denkst, es ist Top Gun der 20er Jahre. Ich könnte sagen, es ist Pearl Harbor der 20er Jahre. Es ist eine Liebesgeschichte, die irgendwie, die versucht gleichzeitig die Liebesgeschichte zu sein, als auch ein solches Kriegsdrama. Und das passt beides nicht zusammen. Wow, okay. Aber es ist komplett in Ordnung, wenn man seine Frau umbringen will, das fast tut, aber dann einfach mal einen schönen Tag in der Stadt verbringt und alles ist wieder super gut und glücklich und man ist komplett glücklich verheiratet und es wäre so, als wäre nichts gewesen. Das ist für dich realistischer und auch moralisch mehr in Ordnung und auch dramaturgisch besser. Verstehe schon selbst. Da. Du bist ja ein bisschen inkonsistent. Wenn du, also Wie? ich meine, vielleicht. Also, du hast es noch nicht behauptet, aber ich gehe mal davon aus, dass du gleich behaupten wirst. Ja, gut, das vorweggeschickt. Um gleich nochmal auf deinen Vorwurf oder deine Punkte zurückzukommen. Natürlich hast du ein bisschen recht. Also, ein Kern der Wahrheit ist da schon dran, auf jeden Fall. Und es stimmt auch, dass die Clara Bow, dass die sich beschwert hat, dass ihre Rolle nur schmückendes Beiwerk gewesen sei und dass sie da ein bisschen unzufrieden war. Ich kann es auch nachvollziehen aufgrund der Screentime oder der relativ gesehen geringen Screentime, die sie bekommen hat. Aber man muss schon auch sagen, es ist ja nicht ganz so, dass sie zu Beginn vorkommt und dann gar nicht mehr, nur zum Schluss. Nein, sie kommt auch zwischendrin vor und da ist sie unheimlich aktiv. Sie ist die handelnde Person. Sie verführt Charles, Jack, verdammt nochmal. Sie verführt Jack und sie ist auch die ein bisschen mahnende Stimme der Vernunft, der Fleißigkeit und sie ist erfolgreich. Sie ist die, die nicht aufhört und gleichzeitig, ja, bestraft wird dafür. Aber sie ist die Macherin und sie ist eigentlich die am wenigsten verwerflichste oder am wenigsten nervigste oder sympathischste oder die am meisten sympathischste Figur dieses Films. Weil wenn ich ehrlich bin, Jack ist schon ein bisschen naiv, kindlich und das ist auch bewusst so dargestellt. He's a boy and then he became a man. Und durch seine Taten ein bisschen nervig. Während sie ist super erwachsen, sie nimmt die Zügel selbst in die Hand, sie
achtet auf Jack, sie steht ihm zur Seite. Also sie ist eigentlich die Erwachsene, die wirklich letzten Endes auch hier bewusst die Story steuert, also bewusst oder unbewusst, nee, doch bewusst, das steuert und eigentlich, seien wir ehrlich, am Outcome auch nicht unschuldig ist. Also wenn sie nicht die Initiative ergriffen hätte und Jack ihr Bild gegeben hätte, wenn sie nicht in Frankreich sich um ihn gekümmert hätte, ihn aufs Zimmer gebracht hätte, dann wäre dieser Film, also das nicht so ausgegangen, wie es jetzt ausgegangen ist, weil sie erinnert ihn, wenn du möchtest, ein bisschen daran, hey, ich bin eigentlich die Frau für dich und du solltest mich, ja, ich weiß nicht, klingt blöd, aber ja, liebst du nicht mich? Also wir gehören noch zusammen. Also sie ergreift hier die Initiative und das ist vor allem für die 20er relativ selten und fortschrittlich. Von daher ist das, was du sagst, also nicht ganz so zutreffend, beziehungsweise muss man es halt relativieren. Und ich finde, das muss man dem Film hoch anrechnen, dass sie doch eine in dieser Hinsicht relativ fortschrittliche und ja, fast schon egalitäre Rolle hat. Ich finde schön, wie du gerade, um ihre Figur, um diese Figur zu retten, einfach den Protagonisten unter ins Messer laufen lassen, der natürlich vollkommen in dieser Naivität steckt. Und ich weiß, du hast recht, das ist irgendwie gewollt, aber kann man wirklich einen Film aufbauen, in dem ein Protagonist für ungefähr drei Viertel des Filmes in einen Modus drin steckt, nämlich naiv, um dann im letzten Drittel oder letzten Viertel, wenn nicht sogar nur im letzten Fünftel erst, langsam zu erfahren, was, dass es andere Emotionen außer Naivität auch gibt, fragwürdig. Und wir können darüber auch gleich nochmal konkreter reden. Aber genau, weil seine Figur, genauso wie auch David, die auch komplett blass ist, weil er konstant einfach traurig ausschaut, könnte man sagen. Er ist konstant eigentlich irgendwie bedacht auf, dass er ist eine bedachte Figur und er kann irgendwie nichts machen und es ist, so fühlen sich alle Figuren an. Sie haben einen Charakter-Trait. David ist irgendwie bedacht und traurig oder unruhig, bis hin zu, dass er seinen eigenen Tod voraussieht. Jack ist naiv, bis dann zum Moment, wo es bricht. Die letzte, die Silvia, die ich ganz vergessen habe wieder mal, ist vollkommen passiv. Sie ist einfach das typische Bild eines präraphaelitischen Gemäldes, die einfach nur auf der Schwinge liegt und langsam im Garten herumschwingt, weil mehr macht sie nicht in diesem Film. Und sie führt dazu, dass sich die beiden Protagonisten verzopfen, weil Jack so blödsinnig naiv ist, dass er einfach annimmt, dass dieses Locket, das Silvia gerade vorbereitet für David, für ihn gedacht ist. Und einen Großteil des Konfliktes im Laufe des Filmes hier durch die fehlende Aktivität dieser Frau eigentlich bedingt ist, weil sie es eben nichts aufklären möchte. Und dagegen hast du natürlich recht, ist Claire Beau eine relativ aktive Figur und es stimmt, sie hat einen Tomboyish-Charme, sie wird eingeführt mit breitbeinigem Stand und mit einem Kokettieren unter einem Auto, wo sie einfach mitwirkt am Auto, sie fährt Auto. Das heißt, wir haben da tatsächlich sehr viele moderne Elemente von moderner Weiblichkeit, die es eben da gibt, diese Idee der neuen Frau der 1920er, wie du schon gesagt hast. Leider wird das alles reduziert auf ihre Rolle, die sie übernimmt für den Protagonisten. Sie ist so stark an Jack gebunden, dass sie ein Idealbeispiel ist für den Bechdel-Test eigentlich. Sie kann über nichts anderes reden und nichts anderes denken als Jack, weil dieser Film nicht weiß, was er mit ihr machen soll. Und selbst wenn du sagst, ja, sie ist so das moralische Herzen, was ihm Jack zurückbringt, erstens ist es vergeschlechtlich wieder mal moralische Vorstellung, Ethik sozusagen, was wir auch am Schluss nochmal haben mit einer Madonnenfigur, die am Schluss einfach vorkommt, um den Protagonisten zu ermahnen, was die Gräuel des Krieges bedeuten eigentlich. Also wir haben einfach diese Idee, dass Weiblichkeit hier konstant mit ethisch-moralischer Hand verbunden wird und mit dem Idee des Herzens der Liebe verbunden ist. Das heißt, wir haben schon eine klare Rückbindung, die durchaus fragwürdig ist. Und zum anderen, du sagst, sie erinnert ihn daran, dass er zu ihr zurückkommt, aber nein, tut sie nicht. Er hat es vergessen. Er wusste nicht, dass sie es ist in Frankreich. Er hat bis zum Ende nicht gewusst, dass sie es eigentlich war. Sie Er wusste es nicht kommt zurück. bewusst, aber unbewusst hat sie sich in seinem Herz Nee, festgesetzt und unbewusst es ist nur bekommt sie, was sie Bubbles. möchte. Es sieht nur Bubbles. Das ist das Einzige, was er sieht. Bubbles. Bubbles, Bubbles, Bubbles. Ja, genau, aber Okay. also er registriert sie nicht bewusst, aber also unbewusst erreicht sie, was sie möchte, weil sie einfach unheimlich subtil vorgeht und weil sie weiß, was sie Unheimlich zu tun hat. subtil.
Und Sie ich haut möchte, ihre Brüste raus. ja, aber gut, das macht, also das macht sie ja erstens nicht bewusst, nicht für ihn, und man sieht es nicht, es sei denn, man schaut sich Okay, Frame für aber sie Frame hat an. ein tiefes Dekolleté an mit ihrem Kleid, was ganz im Kontrast steht zu dem, was sie davor getragen hat, wo sie einen tomboyish Charme hatte, wird sie nun vollkommen sexualisiert in diesem neuen Outfit, um ihn zu verführen, weil es die einzige Möglichkeit ist, ihn in die richtige Richtung zu bringen. Ja, stimmt. Aber sie weiß, was sie will. Sie macht das auch. Also er ist der naive Junge, der komplett betrunken ist. Und ja, er ist komplett unerwachsen und kindisch. Eigentlich bis zum Schluss. Oder kindlich, sagen wir es mal so. Also selbst als er dann, Spoiler, seinen besten Freund David umbringt, geschieht das irgendwie in einem kindlich übertriebenen Enthusiasmus. Ja, also das ist definitiv nicht erwachsen, ausgereift und reflektiert, was er da tut. Ja, so ein weiteres Beispiel dafür, dass dieser Film wirklich ein subversives Meisterstück ist. Ich meine, abgesehen von der Logistik, man muss sich überlegen, wie viel Überlegungen, wie viel Planung hier eingeflossen ist. Dieser Film hat 9 Monate lang hat's gedauert, bis er abgedreht, bis er fertig war, während normale Filme, ich weiß nicht, glaube ich, 1, 2 Monate damals gedreht wurden. Also dieser Film ist wirklich ein ja, Meisterstück sondergleichen. Die Schauspieler, das wusste ich auch nicht, aber die mussten selbst fliegen lernen, die saßen selbst in den Flugzeugen, sind durch die Gegend geflogen, es waren automatisierte Kameras an den Flugzeugen. Also selbst abgesehen von all diesen technischen Glanzstücken, die unheimlich beeindruckend sind, ist dieser Film auch auf anderen Ebenen ein subversives Meisterstück. Denn wer Kannst du ist. was sagen, warum es so passiv ist, wenn da eine Großproduktion? Ich verstehe nicht die Nein, erste, was so weil passiv ist. Hermann Schlimpf stellt quasi durch seine Figur, durch seinen wabbelnden Oberarm, auf dem er ein Tattoo, Stars and Stripes Forever, drauf tätowiert hat, dadurch stellt er eigentlich, und das kommt einem nur nach ein bisschen Überlegen, aber er stellt hier einen übertriebenen Hurra-Patriotismus ein bisschen in Frage, ja. Das wird reflektiert durch das Mittel der Ironie. Also zuerst denkt man, okay, er ist einfach nur ein simpler Comic-Relief-Charakter, oh, über den sollte man sich lustig machen. Aber wenn man drüber nachdenkt, ja, was wird hier eigentlich ausgesagt? Also, dass Patriotismus und das offen zur Schau stellen, sich dazu bekennen, eine Methode ist, um Anerkennung zu finden, um Unsicherheit, sonstiges nicht hineinpassen in eine Gruppe zu überwinden. Und das muss nicht auf einem reflektierten Niveau geschehen, aber um sich zugehörig zu fühlen, ja, um hier eine Zusammengehörigkeit zu schaffen, die aber nicht immer erstens produktiv ist und zweitens nicht immer, ja gut, das ist eigentlich das Gleiche oder ähnlich, also nicht immer produktiv oder sinnvoll ist und eigentlich weiter hinterfragt werden sollte. Also das sind hier schon sehr viele, ich sag fast progressiv moderne Botschaften, die ganz subtil da versteckt sind in dem, was wir sehen. Ja. Also das ist für die 20er schon auch ziemlich beeindruckend, finde ich. Ja, so viel zu Hermann Schwimpf. Das Problem an dieser Sichtweise ist meines Erachtens, dass er von Anfang an als eine lächerliche Männlichkeit ausgestellt wird. Ja, genau. Es Aber wie ist. kompensiert ihr das? Durch übertriebenen Patriotismus, den er zur Schau stellt. Ja, aber es wird gleichzeitig nicht durch einen der Protagonisten dieses Kurieren des Patriotismus oder des Persiflieren des Patriotismus ermöglicht, während die anderen Figuren alle weiterhin in einem hochgradigen patriotischen Modus vorhanden sind, bis hin, dass sie umjubelt werden in Paraden und Ähnlichem. Ah, komm schon, Und hallo, der Krieg führt dazu, dass der Hauptdarsteller in blinden Wahn seinen besten Freund umbringt. Also wenn das keine Kritik am Krieg ist, dann weiß ich auch nicht. Kritik am Krieg, das heißt nicht Kritik am Patriotismus oder an den Heldentum, der im Krieg gefordert wird. Ach, komm schon. Denn Also ja. Okay, warte ganz du kurz. kannst gleich was sagen. Ich möchte zu einem kurzen Halbsatz. Der einzige Grund, warum ihn umbringt, ist, weil er sich blind und engstirnig auf das Land, auf das Zeichen der Feinde, auf das Eiserne Kreuz, das hier für Deutschland oder die Bösen, die Andersdenkenden steht, sich nur darauf konzentriert, ja. Und wenn er genau hinschauen würde, wenn er auf Details achten würde, würde er sehen, oh, Moment, da steckt ja David, mein bester Freund, drin. Aber nein, er hat diesen engstirnigen, durch Patriotismus bedingten Blick nur auf eine Variable, die ihn einfach zu unreflektierten, fatalen Handeln bringt. Also hier steckt schon ganz, ganz starke Kritik von Patriotismus und sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Konzepten drin. So, sorry, jetzt darfst du sagen.
Es bleibt aber gleichzeitig die Armee als ein Werkzeug dieses also das System innerhalb des Systems, des patriotischen Systems, der Patriotismaschinerie, die dahinter steckt. Man bedenke wiederum, dass einfach der Film stark gesponsert worden ist vom Militär, dass es stark unterstützt worden ist vom Militär. Und wir können ganz klar sagen, dass das Militärische, die Armee, das Soldatentum, all das weiterhin als großartige, als zentrale Elemente von heldenhafter Männlichkeit produziert werden in diesem Film und dargestellt werden. Also wir haben hier einfach Szenen von homosozialen Bünden, die aufgebaut werden dadurch, dass eben Männer miteinander raufen, dass Männer miteinander zusammenkommen, um eben hier einen Zusammenhalt zu gewinnen, diesem männlichen Bund, dem homosozialen Raum, wo Frauen nur irritierend sind. Siehe etwa, wie wiederum Bo herausgeworfen wird aus dem Militär, obwohl es eindeutig nicht ihre Schuld ist und eindeutig hier sie wiederum reduziert wird auf ihre Aktivität, auf eben die Liebe zum Jack. Aber gleichzeitig haben wir auch diese Ritterlichkeit auf beiden Seiten. Und das stimmt, wir haben zwar nicht mehr eine Idee von, der Film ist da durchaus weiter als andere Filme, die sich stark im nationalistischen Gedanken reduzieren und stark eben das darauf rekurrieren konstant, aber gleichzeitig bleibt der Soldat als ein und vor allem der Flieger, der Pilot, als eine heldenhafte Männlichkeit bestehen, die stark ins positive Licht gerückt wird. Bedenke einfach, wie oft denn über Ritterlichkeit gesprochen wird, die es unter den Piloten gibt. Hier wird zwar blutrünstige Kämpfe ausgetragen, aber gleichzeitig erlaubt es der Roter Baron in Stand-In, ich weiß nicht, wer ich in dem Film hieß, sogar sich, dass er über die Front fliegt, um zu berichten, dass eben diese Person verstorben ist. In einer anderen Stelle hat er auch eine Chivalry, das sagt, nee, eine Person, die runtergeschossen ist, werde ich nicht weiter abschießen, weil das ist nicht diese Idee ritterliches Soldatentum, wie es die Piloten verkörpern sollen. Das heißt, wir haben hier durchaus eine Verblendung von einer in diesem Kritik, die du geäußert hast, oder diese Kritik an die Reduktion von Patriotismus als das Nonplusultra, dass der andere einfach ermordet werden muss, haben wir noch immer diese Idee des soldatischen Mannes und des Soldatentums als Armee als solches, als eine glorreiche Männlichkeit, heldenhafte Männlichkeit, die man durchaus sich hier darauf beziehen kann und darauf sich erstrebenswert findet, was eben, wie gesagt, dein Kommentar zu, das ist Top Gun 19, der 1920 Jahren, durchaus hier gut reinpasst, würde ich sagen. Ja, stimmt. Aber erstens, also zwei Dinge. Erstens stellt sich die Frage, naja, heißt das wirklich gut oder inwiefern heißt das wirklich gut oder inwiefern stellt das einfach nur dar? Weil diese Gedankengänge und diese Einstellungen, die du gerade beschrieben hast, dass die auf jeden Fall vorhanden waren, nicht nur das, dass die auch aktiv vom und durch das Militär forciert wurde, aus für das Militär gutem bzw. nachvollziehbarem Grund. Das lässt sich, glaube ich, nicht bestreiten. Wie der Film jetzt dazu steht, also ob er es wirklich direkt und aktiv propagiert, das lässt sich schon ein bisschen hinterfragen bzw. anzweifeln. Ich bin mir da selbst nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist doch ein bisschen differenzierter, als du es hier darstellen möchtest. Zweitens, also ja, und das ist jetzt vielleicht ein Ad, nicht ad hominem, sondern ad, das ist das lateinische Wort für Film. Es gab noch keine Filme im Ja, Antiken. ach nee, wirklich. Aber es gibt ja immer so, okay, egal. Es gibt ja immer Neologismen. Also ad. Naja, Cinematografie ist natürlich ein Begriff, der aus dem Altgriechischen kommt. Also könntest du zumindest mit Altgriechischen verwendet Film und Licht, also Bewegung und Licht und Schreiben, mein Gott. Cinematografie ist Licht und Schreiben, oder? Ja, Ja, Graphien und. genau, ja. Also ein Ad Cinema-Argument. Bei Sunrise ist das nicht wirklich viel besser von, also nicht, also wir haben hier überhaupt nicht das Männerbündetum und so, aber die Rolle der Frau und was sie tut und welche Funktion sie da einnimmt, in puncto Aktivität, Passivität, nur Objekt des Mannes sein, also ist in Sunrise genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer als hier in dem Film. Also die Frau, die aktiv wird in Sunrise, die versucht, den Protagonisten anzustiften, das ist eindeutig die böse Person, die
böse, verführerische Hexe, möchte man fast so sagen, die Femme Fatale, die den Protagonisten vom rechten Weg ablenkt und ihm Flausen, mörderische Flausen sogar in den Kopf setzt. Und das schöne, nette, gute Mauerblümchen, ja, würde sich unschuldig umbringen lassen, kann sich kein bisschen zur Wehr setzen und ja, tanzt ein bisschen mit ihrem Mann herum und dann geht es doch wieder, dann ist sie wieder glücklich und sie ist glücklich, geliebt zu werden von ihrem Ehemann. Oh Gott sei Dank, mag er mich und findet mich doch gut und entscheidet sich doch für mich und die Familie. Oh, ich bin so glücklich, das ist alles, was ich in meinem Leben wollte. Also deutlicher. Eine deutlicher degradierende Rolle der Frau im Film Eisen Sunrise. Also ja, gibt es schon, aber gar nicht so häufig. Also da finde ich, ist der Film viel problematischer als Wings. Es ist, weil Wings hier, du hast schon recht, tendenziell auch ein bisschen in die Richtung gehen mag, aber doch viel Freiraum für Interpretation beziehungsweise für Differenziertheit bietet. Und das auch tatsächlich hat. Ja, also natürlich, du gehst von der Verführung des militärischen Institutionen, die das Medium Film benutzt, zum ersten Mal im großen Rahmen, das bis heute leider maßgeblich unsere Filmgeschichte beeinflusst, nämlich dass man durch hier den Film benutzt als Recruitment-Tool. Von dieser Verführung gehst du rüber zu dieser Verführung im Film Sunrise, was ich auch wichtig finde, dass wir langsam darüber reden, weil wir haben sehr viel Zeit über Wenn Wings lohnt sich auch, über den verwendet. zu sprechen. Das ist ein guter Film, können wir meinetwegen die ganze Zeit drüber sprechen. Also das. Aber ich Entschuldigung, würde Entschuldigung. sagen, dass du hast recht. An einer Stelle Oh. hast du mir gesagt, dass der Film eigenartig artifiziell ist. Durch diesen Moment, wo man dann auf einmal in die Nachtclubs geht und irgendwie glücklich ist, alles. Es gibt einen Bruch mit dem, ich glaube, das war die Szene in der Kirche und auf einmal ist alles happy. Es gibt sogar eine wunderschöne Szene, muss man dazu sagen, es ist unglaublich. Also, wenn wir schon bei Wings über die Bombast reden, muss man einfach hier dann, es wäre vielleicht für ihn noch gut, wenn wir darüber nochmal reden können, über Sunrise, die einfach die großartige Art der Ästhetik, die Murnau hier auf die Bühne bringt und auch mit dieser unglaublichen Bilder, die ich noch nie gesehen habe, wie zum Beispiel diese Szene außerhalb der Kirche, wo sie gehen und es ist ein Matt Painting wahrscheinlich, also ich kann es nicht sagen, es ist Superimposed vielleicht. Es ist sehr schwierig, es ist auf jeden Fall keine Rückprojektion, sondern die Figuren gehen vor uns und wir sehen eben hinter ihnen die Straße vor das vorbeifahrenden Auto. Das ist ein faszinierender Special-Effekt, wo wahrscheinlich durch eine Überprojektion, ich bin mir nicht ganz sicher, was gemacht worden ist, während hinter ihnen Autos auch fahren. Das heißt, sie werden hinter ihnen sehen sie auch Autos, weil sie einfach so verliebt sind, bemerken sie einfach den Verkehr nicht und das geht in einer Überblendung hin zu einer Idylle und das ist natürlich voll fast schon kitschig in der Hinsicht, wie hier eine klimtische Kussszene mit voller vom Expressionismus weg hin zur Jugendstil eigentlich gewandt wird eigentlich von dem Film ist. Das heißt, wir haben hier einen Bruch, der visuell sichtbar wird. Wir haben einen Bruch, der auch thematisch ganz stark ist. Und jetzt frage ich mich ein bisschen, hast du den Film The Voices von Mahershala Satrapi geschaut? Ist es der mit, ach, wie heißt der Schauspieler? Ryan Reynolds. Ja, genau, habe ich gesehen, ja. Fand ich großartig, tatsächlich. O'Brien ist Ryan Reynolds in dem Film. Okay. O'Brien, der eben The Man spielt, ist Ryan Reynolds. Er ist ein Psychopath. Ein Psychopath, der glaubt, dass er seine Frau nicht umgebracht hat. Ich bin der Meinung, dass dieser Film zeigt einen Psychopathen und wie er seine Schuld, Verzweiflung versucht zu unterdrücken, indem er sich in gute Happy Ends reinirrt. Weil ich meine, wir haben mehrere Szenen, wo dieser Mann Menschen bedroht bis hin zu fast umbringt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film gleichzeitig das hat und auch dann aber das Happy End, was komplett artifiziell ist, oder diese Szene, die komplett artifiziell ist, dass die dazu passen würden. Wir haben von Anfang an die Szene, wo die Woman in From the City das vorstellt, versucht sie sich schon zu ergreifen, weil sie sowas vorgeschlagen hat. Aber er ist von manisch besessen von dem Gedanken. Es gibt Szenen, wo er sich gut redet, dass die Frau ist, die ihn verführt. Es gibt Szenen, diese wunderbare Szene, wo er im Bett sitzt und sich langsam von einer überblendeten Frau von hinten, von oben zuflüstern lässt, dass er das tun soll. Es gibt Szenen, wo er auch im Bett liegt und
Wasser über ihn fließt, also auch ein superimposendes Wasser. Es ist einfach diese Besessenheit von dem Gedanken, seine Frau umzubringen. Und das ist das Ganze, was die ersten 40 Minuten des Filmes aus sind. Die sind diese Momente dieser absoluten Besessenheit, wo er teilweise auch nicht seine Hände und seinen Kopf kontrollieren kann, was beide machen. Also es funktioniert fast unabhängig voneinander und er geht mit einem schweren Schritt herum. Und wir haben nicht nur das, wir haben selbst in den Momenten später, wenn es dann auf einmal spielerisch wird und ha, alles ist lustig, beim Friseur zum Beispiel ist alles witzig, haben wir einen Mann, der versucht, was bei seiner Frau was zu machen und er zückt ein Messer und bedroht diesen Mann. Sorry, das kann nicht sein, dass dieser Mensch nicht, dass dieser Mensch einfach mit vollkommener Gelassenheit hier rumtanzelt. Dieser Mensch ist ein Massenmörder, der konstant mit seinen Schuldgefühlen einem Knabbernagen und er produziert sich andere Bilder, die ihm helfen, gegenüber diese Idee, dass er das nicht getan hätte, zu entkommen. Das haben wir am Schluss auch mit der Hinsicht, dass am Schluss will er natürlich die andere Frau wieder umbringen, also er tut es eigentlich auch fast oder er tut es vielleicht, aber wir haben es auch in der Hinsicht, dass Welche andere Frau? er Achso, kommt, die pardon. Woman in the, from the City, the Woman from the City. Und hilf mir ganz Aber kurz, sorry, ich höre dir zu, aber hilf mir ganz kurz nochmal auf die Sprünge. In welcher Szene zückt er das Messer? Beim Friseur, da ist er beim Barbiershop, da gibt es eine Szene, wo seine Frau angemacht wird von einem anderen Mann und er zückt einfach ein Messer mitten in der Stadt, mitten im Shop. Aber du, Entschuldigung, das ist ein Trump-Wähler. Ja, aber du weißt schon, wie diese Szene ausgeht. Also er zückt das Messer und schneidet aber nur die Ja. Blume ab. Das heißt, er benutzt es Ja. nur. Also, okay, wollte ich nicht unterbrechen, ja. Nein, du hast recht. Es wirkt so, als würde er nur die Blume abschneiden und selbst wenn das so ist. Sorry, das ist kein Well-Adjusted Man. Es ist kein Well-Adjusted Man, selbst nachdem er ge angeblich geläutert worden ist. Also selbst wenn wir die Idylle, die er produziert für sich selber, als Wahrheit nehmen, selbst dann ist es hochgradig fragwürdig, ob er nicht irgendwann noch seine Frau umbringen wird. Weil ich würde aber sogar sagen, dass die Schlussszene, dass seine Frau bei der Überfahrt vermeintlich nicht gestorben ist, dass er sich wieder gerettet wurde. Ich glaube, das ist zugekommen später. Also ist meine eigene Verschwörungstheorie, weil wir haben das schon bei Murnau gehabt. Wir haben bei Der letzte Mann genau das. Da gibt es ein tragisches Klassendrama, was damit endet, dass der im Schluss ein Happy End eingefügt wird, was eigentlich nicht gegeben hat im Originaltext. Und tatsächlich, wenn wir uns zurückschauen bei Karl Mayer, der das Szenario geschrieben hat, da ist es auch nicht drinnen. Bei Karl Mayer stirbt er und nicht seine Frau. Aber trotzdem, es endet wesentlich tragischer. Das Happy End ist auch hier wiederum erst später im Laufe der Produktion, der Pro-Produktion hinzugekommen irgendwann mal. Das heißt, das ist jetzt, natürlich könntest du sagen, das ist weit hergeholt, aber ich würde sagen, dieser Psychopath, das klappt einfach nicht, wenn das alles so artifiziell schön ist. Wir haben artifizielle Schönheit von Glück, der dargestellt wird. Wir haben einen Psychopathen, der mehrmals Menschen bedroht mit Waffen oder sie versucht umzubringen und zwar wirklich wirkt, längere Minuten lang wirkt. Und das klappt nicht, außer wir sehen es im Sinne von The Voices, wo eben Ryan Reynolds sich in eine Traumwelt verirrt, damit er seine eigenen Morde irgendwie erklären kann. Ja, okay, das ist eine sehr interessante Sichtweise, die dem Film natürlich noch mehr Ebenen oder eine zusätzliche Ebene darreicht oder gibt. Aber mir stellt sich die Frage, warum wird es dann wirklich so undeutlich und so subtil nur angedeutet? Also hätte man da nicht sogar noch ein bisschen mehr machen können? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel The Voices nimmst, da geschieht es fast schon zu direkt, die Auflösung. Aber da bleibt ja kein Zweifel mehr dann vorhanden. Während Sunrise, ja, diese Sichtweise. Die mag legitim sein und die ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber es ist schon ein bisschen, also um das zum Funktionieren zu bringen, ja, ich meine, gut, da musst du ja sagen, okay, dann ist aber eigentlich ja so gut wie alles nur ersponnen vom Hauptcharakter. Und warum findet der Sturm dann zum Schluss statt? Warum findet nicht der Sturm zuerst statt? Und dann gehen sie in die Stadt und alles ist gut. Sondern sie stirbt nach der Stadt, also, oder sie waren nie in der Stadt. Das ist einfach alles, was er geträumt hat, als sie auf dem Wasser waren. Also es gibt da schon ein paar Ungereimtheiten, die. Damit er geläutert ist, damit er geläutert wird. Ich meine, du musst mal so überlegen. Es gibt der Film ist ja ein Film der Doppelung, also ein Film der konstanten Schleifen. Wir haben Szenen, wo er am Anfang
versucht sie nachzugehen, sie zu beruhigen. Und wir sehen eine Dolly Shot in der Stadt, während sie vor ihm wegrennt, innerhalb der Stadt, langsam wegrennt, nicht wieder am Anfang. Und später nach der Kehrtwende, dem Mittelpunkt des Filmes, geht es genau wieder der Dolly Shot in die andere Richtung zurück. Nur, dass wir nun ihre Gesichter sehen und sie zusammengehen. Das heißt, wir haben eine Doppelung und der Film hat diese Doppelung konstant drinnen. Wir haben natürlich die Bootfahrt als eine zentrale Doppelung, die, ich meine, auch hier wiederum, warum dieser Deus Ex Machina am Schluss mit dem Bootunglück, der kommt. Wenn wir es aber in einer Psychose lesen, dann haben wir es viel stringentere Wege, das zu verstehen. Nämlich, dass wir einfach die Läuterung haben in seinem Kopf, der es ihm erlaubt, dass er den Tod seiner Frau, den Mord seiner Frau von sich weist und die Schuld von sich weist. Nämlich, wenn wir die Läuterung nicht hätten, dann wäre es einfach, okay, er fährt mit ihr raus und auf einmal ist ein Sturm und auf einmal stirbt sie. Das ist keine Läuterung. Dann ist er noch immer eher der Schuldige, weil er hat diese Gedanken gehabt, dass er sie umbringt. Wenn er hingegen rausfährt mit ihr, dann eine schöne Zeit in der Stadt verbringt, wieder zurückkommt, sie beiden innig miteinander sind zusammen, auf einmal der Sturm kommt, sie so tief schläft, dass sie nicht mal merkt, dass der Sturm da ist. Ich meine, hallo, wie unschuldig kann man sein, dass man sogar das nicht mal bemerkt und dadurch eigentlich de facto fast stirbt oder meiner Interpretation eigentlich gestorben sein müsste. Das geht eben dahin zusammen, dass er eben versucht, eben ein Narrativ zu erstellen, was sonst nicht vorhanden wäre, nämlich dass er geläutert worden ist, dass er in einer Kirche die Läuterung gefunden hat, dass er Vergebung gefunden hat für seine Taten und dass er nicht mit dem von dem schlechten Gewissen geplagt ist. Okay, aber es ist, ja, also okay, aber chronologisch sind da ein paar Ungereimtheiten und, also ich frage mich dann schon, warum hat Murnau, okay, Murnau ist ein Meister des Expressionismus, aber warum hat er das dann nicht ein bisschen deutlicher gemacht? Warum so subtil? Sind es die Studiobosse, die es ihm verboten haben, oder interpretieren wir hier doch ein bisschen zu viel hinein? Also, Wie? Ja, wollen wir die Masken fallen lassen vielleicht an der Stelle? ja, machen wir. Gut. Ich bin in die Sackgasse gerannt, ich wusste nicht, wie ich weiterkomme, aber ich wollte das, den Headcanon weiterspinnen, weil das ist tatsächlich der Teil des Filmes, der mich am meisten an Sunrise eigentlich stört, wie du schon sagst. Aber lustig ist es für beide Filme. Beide Filme sind irgendwo frustrierend, weil sie in den beiden Filmen steckt eine großartige Dreiviertelstunde. Eine geniale Dreiviertelstunde. Ja, Bei ja. Sunrise ist es die erste Dreiviertelstunde bis zur Läuterung tatsächlich auch teilweise. Ich glaube sogar, bis zur Läuterung geht es sogar für mich. Es ist zwar noch interessanter, wäre es, wenn er, wie ich sie getötet hätte, am Weg dort in die Stadt, weil es einfach so genial inszeniert ist und unendlich spannend und mit der Hinsicht, wie gesagt, Dolly Shots, Überblendungen überwendet worden sind. Allein wie Spannung aufgebaut wird am Boot, kurz bevor es ihn ermorden möchte, das ist echt, echt gigantisch. Also da fiebert man richtig mit einfach. Und bei Wings ist lustigerweise die letzte Dreiviertelstunde. Da haben wir diese ganze Mary nicht mehr, die Mary-Geschichten außen vor gelassen. Wir können das ignorieren und haben in erster Linie genau das, was du beschrieben hast, diese Tragik des Krieges, der natürlich in ganz starken Symbolen reinkommt. Also wir haben das ist eh, finde ich, sehr gut zusammengebracht, nämlich diese Idee, dass der Film wirklich überraschend antipatriotisch ist und überraschend Kriegs Szenen und den Krieg als solches problematisiert. Also wir haben viele Szenen, die wirklich gewalttätig sind. Wir haben Blut, wir haben Personen, die erdrückt werden von Panzern. Wir haben Szenen, die überraschend subtil sind in ihrer Gewalttätigkeit. Wie zum Beispiel ein Mann, der eine Zigarette bekommt, auf einmal kommt ein Flugzeug und schießt in die Menge rein und dieser Mann fällt einfach um. Also weil er sagt, hey Buddy, komm, wir gehen weiter und dann fällt er Ja, um, die stimmt. Und Zigarette wird erdrückt. wo der General, ist es der General, aber der eine andere dann, okay, feststellt, er ist tot, war schon relativ nüchtern und dann die Zigarette ausdrückt. Also das war schon irgendwie fast schon zynisch, fand ich. Genau. Und eben genau wie du sagst, wir haben diese Idee, also wir haben eine ganz starke Kreuzsymbolik, vor allem am Ende des Filmes, wo eben diese Mann, also ich habe gesagt, der Film hat diesen Protagonisten, der einfach konstant nur naiv ist. Unendlich nervig, naiv tatsächlich. Und dann haben wir aber diesen Moment, wo er manisch wird und versucht einfach in Rage seinen gefallenen Kameraden zu rächen, Vergeltung zu finden. Und das führt dazu, dass er eben seinen Freund umbringt. Und
Allein die Szene, wie du sagst, diese kindliche Naivität und Infantilität. In mehreren Szenen sehen wir diesen Moment, wo er mit dem Flugzeug, zum Beispiel, er fliegt übers Haus, wo er gerade abgeschossen worden ist, fliegt drüber und im Vordergrund sind Kreuze zu sehen mit Helmen. Dann landet er und es sind vor diesen Kreuzen, vor diesem riesigen Friedhof. Und es ist, welche Unmengen an Menschen, viele Menschen hier gestorben sein müssen, damit diese Friedhof entstanden sind. Und er springt raus, haha, mit dem Messer in der Hand, haha, ich schneide mir jetzt mehr meine Trophäe ab, nämlich das Kreuz des Flugzeuges, das deutsche Kreuz am Flugzeug. Und währenddessen sieht man natürlich im Hintergrund vor ihm sozusagen ein christliches Kreuz, während eine Frau, und das finde ich, wie gesagt, diese Madonnenfigur finde ich fragwürdig, aber da kann ich wirklich nicht, wer im Geschlechterglashaus sitzt, darf nicht mit Steinen werfen. Darum konnte ich das nicht nochmal aufbringen. mahnt ihn, dass doch das so schrecklich ist. Und eben genau dieses, all das, sowohl von der Art der Inszenierung als auch von der Dramaturgie, der Dramatik, das ist großartig. Und das ist so schade. Beide haben so großartige 3 Stunden und echt eigenartige andere Zeiten teilweise oder Elemente drin. Ja. Ja, ich meine, Wings, also definitiv ein Problem ist, dass er zu lang ist, aber Wings versucht es halt irgendwie auf allen Fronten recht zu machen und von ihm ein bisschen auch noch mit drin zu haben. Also, also hat ja ein bisschen, na gut, Slapstick interessanterweise eher weniger, aber eben, Hermann ist schon ein bisschen Slapstick, das ist ja, so Hermann ist witzig. tatsächlich, aber das ist tatsächlich okay, die ganze Bubble-Szene vielleicht auch. Aber sie macht irgendwie trotzdem Spaß. Und wir dürfen nicht vergessen, die Bubble-Szene, also erstens, wie die Bubbles da, also durch, naja, CGI ist es ja nicht, weil es keine Nein. Computer-Generated Images Sind waren, aber gemalte. Artificial, wie bitte? Es sind gemalte. Es ist halt einfach, es ist halt ein Spezialeffekt, der halt mit gemalten Bubbles gemacht wurde. Es ist ähnlich wie bei The Woman in the Moon von Fritz Lang. Da gibt es auch so eine Szene, weil die fliegen halt im Weltraum und da gibt es eine Szene, wo kleine Champagner-Flüssigkeitsbubblen hinaus schwimmen, wegen der Gravitation, wegen der Verschiebung der Gravitation. Das ist Genau, ähnlich gemacht. aber also das ist schon auch einfach stilistisch beeindruckend. Und dann im Café de Paris haben wir ja für damals, ich glaube, eine der aufwendigsten Szenen aller Zeiten, die ganz lange Kamerafahrt an verschiedenen Tischen durch. Also diese Sequenz steht vielleicht ein bisschen im Kontrast zu der anderen Kriegssequenz, die folgen sollte und die auch sehr symbolisch genial ist. Aber für sich genommen macht die schon auch Spaß und ist schon irgendwie schon auch nett. Bricht halt. Wie bitte? Bricht halt mit. Ja, Es bricht bricht halt. halt mit. Genau. Ja, Punkt. Was würde ich jetzt sagen? Also gut, wenn wir unsere Masken abziehen, welchen Film finde ich wirklich besser? Ich glaube, es ist tatsächlich Wings von den beiden. Einfach, also meine persönliche Ansicht, einfach weil Wings so sehr facettenreich ist und einfach, wie gesagt, technisch sehr gut gemacht ist und eben dazu eben noch dieser Symbolreichtum kommt und aber das Zusammenspiel von diesen vielen verschiedenen Elementen führt für mich dann tatsächlich dazu, dass Wings ein Meilenstein der Filmgeschichte ist. Ich würde nicht sagen, es ist mein Lieblingsfilm oder er ist genial, oder ich würde auch nicht mal sagen, dass es der Film ist, von dem ich finde, dazu später mehr, aber von dem ich finde, dass er dieses Jahr gewonnen haben sollte, in Anführungszeichen. Welcher Aber ich. Christian Bale-Film war denn in dem Jahr? Ach, apropos Christian Bale, oder eigentlich nicht apropos Christian Bale, aber apropos Ähnlichkeiten zu anderen Schauspielern, können wir uns bitte darauf einigen, dass Richard Arlen, also der Schauspieler, der David Armstrong spielt, einfach ein früher Harrison Ford ist? Der sieht aus wie Harrison Ford. Ich dachte, wow, bist du's? Also, ja, ich weiß nicht, ist ein bisschen zusammenhangslos, aber das ist einfach ein weiterer Grund, weil Harrison Ford einfach eine verdammt coole Socke ist, warum ich diesen Film ja auch gut finde. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gedacht, aber ein bisschen sehe ich schon. Also, ja, ein bisschen sehe ich schon. Aber er hat ein breiteres Gesicht einfach, würde ich sagen. Oder ich weiß nicht, was es ist. Es ist schon ein bisschen was anderes. Aber okay. Bleibt trotzdem blass, irgendwie die Figur. Aber Ja, ja. wenn du jetzt sagst, dass du Wings halt so bombastisch findest und so vom Technischen her. Ich habe schon gesagt, aber Sunrise ist schon im Kleinen gigantisch. Also Sunrise ist subtiler darin, wie er technische Raffinesse benutzt. Während Wings einfach diesen Bombast hat, in der Hinsicht, dass er einfach diese Unmengen an Soldaten, Ex-Statisten hat, aber das ist nicht untypisch für die Zeitperiode. Also, wir können auch im österreichischen Film der 20, frühen 20er schauen, aufgrund der Hyperinflation konnte man sich extrem viele Leute leisten und
das war einfach ein Teil davon, was eben Kino ausgemacht hat. So ein Kino der Attraktionen, ein Kino des Spektakels eigentlich. Und trotzdem natürlich dieses Flugszenen, das ist das, was wirklich bedeutsam ist. Aber Sunrise, also wie gesagt, wir haben eben die Art und Weise, wie der Regisseur beim Schnitt vorgeht und wie er lange auf manche Einstellungen hält und wie subtil dadurch auch was für vom Spiel was entsteht. Also ich muss sagen, bleibt aber, die Szene vom vermeintlichen Mord ist genial. Allein die Inszenierung, also immer wieder die Kamera, die wirklich von oben herab auf ihn runterschaut oder über seinen Rücken schaut. Er geht ganz konstant, sehr schwermütig, weil er Blei in seinen Schuhen hatte, der Schauspieler, damit er einen schleppenderen Gang hatte. Aber nicht Hatte nur wirklich das, Blei in seinen Schuhen? ja, hatte wirklich Blei in seinen Schuhen Okay. gehabt. Aber nicht nur das, auch der Rochus Kliese, das ist ein Production Designer, der hier vor allem verantwortlich war für die Stadtkulissen und dergleichen. Und das ist schon hochgradig interessant. Da wurde eine riesige Stadt gemacht für diesen Film und auch angebunden mit eben einer Tram. Und allein diese Szene, wo man in der Tram sitzt und wirklich in der Tram sitzt und langsam in die Stadt reinfahrt, während man weiß, was man gemacht hat, was die beiden Figuren gerade denken mögen, das ist irrsinnig spannend. Wir haben hier einen sehr merkwürdigen Moment natürlich in einer Beziehung, aber wir haben auch einen außergewöhnlichen Moment in einer Beziehung. Er ist weder versöhnt noch explizit bedroht gerade. Wir haben einen Moment, wo die Frau langsam zur Erkenntnis kommt, dass ihr Mann sie wahrscheinlich umbringen wollte. Und der Mann überlegen muss, wie er damit umgehen soll, was er gemacht hat. Also das ist, finde ich, sehr bedrückend. Und diese Fahrt, diese langsame Fahrt in die Stadt hinein, ist da ein sehr toller Effekt, der da erzielt wird. Aber das ist nicht nur solche, dass das einfach so groß gebaut worden ist, sondern auch zum Beispiel, dass viele der Kulissen in einer, nicht Forced Perspective, sondern einfach schräg gebaut worden sind, um einen vermerkwürdigen Effekt zu erzielen. Zum Beispiel die Einführung von der Frau aus der Stadt. Sie kommt in das Wohnzimmer von diesem Haus, wo sie sich eingemietet hat. Und im Vordergrund ist riesig eine Lampe und ein Tisch, der eindeutig schräg und schief steht, während sie langsam runterkommt zu ihnen und eben, also einfach weil die das so aufgebaut ist, dass die Kulisse, aber es soll auch schon, als würde es jetzt gerade, es ist halt ein unheimlicher Effekt und das ist so ein Vermächtnis des Expressionismus, das tatsächlich natürlich, der eben durch eben einen Setdesigner wie Kliese erzeugt worden ist und das darf man halt nicht vergessen, dass diese subtilen Elemente wie Kulissen gebaut worden sind, um eine Unheimlichkeit zu entstehen oder einfach um einfach die größte Stadt darzustellen. Wir haben eine Szene, wo wir die ganze Stadt sehen oder zumindest Großteil der Stadt, mehrere Szenen, totalen. Und im Vordergrund gehen einfach Leute, normal große Menschen rum, Edelbeutmenschen rum, während für den Hintergrund kleinwüchsige Menschen gecastet worden sind, damit es ausschaut, als wäre die Stadt länger und größer als ist eigentlich. Und allein das ist so subtil und smart, das kann man sich gar nicht glauben. Oder bei der erste Einstellung des Filmes, sorry, dass ich so lange rede, aber ich finde das wirklich, ich muss es von mir kriegen, damit ich eben all diese Effekte dann noch zu Ende bekomme. Also das vielleicht noch als letzten. Da sehen wir einen Zug, der gerade wegfährt aus einer Bahnstation. Und auch da wiederum, wir haben so viele Ebenen, es ist so eine große Tiefe des Bildraumes. Und die erste Ebene ist einfach, der Zug ist ein Modell, der ist gar nicht so groß, er ist einfach durch Forced Perspective ganz nah an die Kamera gestellt worden. Und weiter hinten haben wir dann eine Ebene von wirklich Menschen, die hier gehen durch die Straße, durch das Fenster hindurch sehen wir die Stadt, die Straße im Hintergrund. Auch da wiederum wahrscheinlich kleinwüchsige Menschen im Hintergrund benutzt, um einen Effekt zu erzielen. Und darüber wiederum ein Modell irgendwie auch angebracht, damit man eben den Raum füllen kann. Und das funktioniert überraschend gut und subtil. Und ich glaube, besser als zum Beispiel Metropolis, der ja ähnlich bombastische Stadt Szenen hat. Also, ja. Ja, also ich absolut, ich finde Sunrise lebt auch davon, oder was bei Sunrise besonders gut funktioniert, und vor allem der ersten 45 Minuten, ist tatsächlich die Atmosphäre. Also die ist Ja. super nice und die ist genial. Und dazu trägt natürlich auch, nicht nur, aber trägt auch der Score bei. Ja. Also der ist auch, den finde ich sehr gelungen. Also der ist wirklich wunderbar. Ich weiß nicht, wann der komponiert wurde. Also Tatsächlich von der Zeit. Ah, Das tatsächlich, ist okay. der erste Film mit Movietone, wo sie, um eben auch ein bisschen gegen die aufkommenden Tonfilme zu kämpfen, hat Murnau sich entschlossen, einen Score wirklich zu machen mit Tönen dazu, also mit entsprechenden Musik. Und das ist wirklich, Fox Movietone heißt das. Und das ist tatsächlich ein früher de facto Tonfilm, nur halt ohne dem Gesprochenen.
Okay. Also das hat mich sehr beeindruckt. Also es ist definitiv ein guter Film, ist auch gerechtfertigt, dass er gewonnen hat in seiner Kategorie. Wie gesagt, wenn ich die beiden jetzt vergleichen müsste, und das muss ich aufgrund des Formats des Podcasts, finde ich Wings ein bisschen, weiß gar nicht ob runder, aber ein bisschen stimulierender, sag ich mal, im Großen und Ganzen. Einfach auch, weil, ich meine, okay, Sunrise, Untertitel, A Song of Two Humans, also wenn das wirklich der Untertitel ist und es hier um zwei Menschen, also ja, eigentlich steckt eher doch schon im Vordergrund. Und wie ich es vorhin gesagt habe, also die Kritik, die ich vorhin natürlich ein bisschen überspitzt an den Mann gebracht habe oder an, also erwähnt habe, die bleibt nach wie vor aufrecht. Also es geht um einen Mann, der verführt wird, welche Faktoren führen dazu, jemanden zu verführen und moralisch verkommen zu lassen? Und wie kann man sich dagegen aufstellen, beziehungsweise zum rechten Weg zurückfinden? Ich glaube, so simpel ist es tatsächlich im Kernstück. Also da, wenn es wirklich A Song of Two Humans ist, hätte ihr selbst für diese Zeit ein bisschen mehr, weiß nicht, Aktivität gut getan. Ja, das ist natürlich auch, dass wir Janet Gaynor im selben Jahr auch sehen als Protagonistin in Seven Seven, und Ah ja, stimmt. sie spielt in beiden so naive Frauenfiguren, die so für Unschuld stehen, aber tatsächlich gelingt es ihr besser in Seven Seven, würde ich auch sagen. Also da ist zum Beispiel eine Figur im Hintergrund zu sehen, auch wenn sie in einzelnen Szenen durch ihre Mimik viel gewinnt in Sunrise, aber bleibt eigentlich immer ihre Madonnenhaftigkeit, die vor allem bei Sunrise eine Eindimensionalität hat, die im Kontrast gestellt wird mit der Femme Fatale, also Femme Fatale, Femme Fragile eigentlich, diese beiden Dichotomie, die hier aufkommen mit diesen beiden Frauengestalt, die natürlich schwierig sind. Ja, für mich ist es leider nicht ganz so einfach, weil gleichzeitig ist Wings halt einfach ein bisschen, also beide Filme sind frustrierend, weil sie genial sind teilweise und viele Elemente haben, die mich echt ein bisschen im Kopf kratzen lassen. Und ich kann es eigentlich nicht wirklich sagen, welche beiden ich besser finde. Vielleicht ein Hauch Wings, aber nicht mal das könnte ich mit voller Überzeugung sagen, weil im Wings hat eben diese letzte Dreiviertelstunde, die wirklich narrativ dicht ist und die auch visuell wirklich beeindruckend ist. Aber es verliert sich auch in vielen Fällen in Repetitivität. Auch wenn natürlich, das kann man auch sagen, Wings einfach deshalb auch cool ist, weil es natürlich einen queeren Moment hat und einen Moment, der den homosozialen Raum zu sprengen mag, zumindest aus einer ahistorischen Perspektive. Der queere Moment ist der, dass in der Szene, die du schon beschrieben hast, wo die Kamera fährt, soweit ich es im richtig gesehen habe, waren das einmal zwei Frauen, die am Tisch sitzen, ziemlich sicher sogar. Das heißt, es ist ein lesbisches Paar und eine davon ist auch sehr stark männlich kodiert in der Hinsicht. Das heißt, wir haben wirklich einen Butch. Leicht butschige Elemente drin, also Marlene Dietrich ähnlich, würde ich sagen. Und der Moment, der den homosozialen Raum sprengt, zumindest aus heutiger Perspektive, nicht aus damaliger Perspektive, ist natürlich der Kuss und die Todesszene, die sehr, sehr emotional einfach ist und sehr ergreifend, weil die beiden sich so innig miteinander beschäftigen. Sie schauen sich in ihre Augen, sie greifen sich ins Haar, sie küssen sich. Das ist schon sehr tief menschlich, und es ist auch das, wie tatsächlich, wenn man sich anschaut, zum Beispiel Briefe aus dem Ersten Weltkrieg, wie nicht selten, also so eine Art von Nähe, von körperlicher Nähe, ist nicht selten bei unseren Soldaten gewesen. Und auch Tolkien schreibt implizit dazu und Kinsey schreibt explizit dazu. Also, das ist interessant, dass wir hier so ein Dokument haben. Ich glaube, das ist der letzte Punkt, der ein bisschen bei mir wahrscheinlich eher zu Wings, dann diese Nudge zu Wings gibt, weil es eben was ein zeithistorisches Dokument ist, das wirklich einmalig auch in dieser Hinsicht ist. Nicht nur weil wegen dem Bombastkino, sondern auch wegen was festzuhalten, was tatsächlich nicht untypisch war für die Zeit, aber was nicht in einem Blockbuster in den nächsten Folgejahren oder nächsten Jahrzehnten wieder sichtbar sein würde. Okay, dann halte ich fest, in dieser Folge ist es sehr knapp gewesen, aber wir haben auch hier wieder einen Gewinner. Es ist Wings. Okay, wir befinden uns immer noch im Jahr 1930. So, wie ich ja bereits zu Beginn kundgetan habe, wie wir es beide getan haben, es gab zwei Kategorien, oh Gott, deren genauen Namen mir ständig entfallen. Outstanding Production und Best Unique and Artistic Picture, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay, und Best Unique and Artistic Picture hat
Sunrise. Sunrise gewonnen und Outstanding Production hat Wings gewonnen. Das heißt, das sind die beiden tatsächlichen Gewinner. Ich lasse es nochmal ganz kurz Revue passieren. In unserer ersten Folge haben wir Seventh Heaven versus The Racket antreten lassen. Da hat Seventh Heaven gewonnen, meiner Meinung nach. Korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber relativ eindeutig sogar. In der Ja, Z ich hab The Racket ein bisschen mehr verteidigt als du. Ich habe noch mehr gemocht. Ich habe selber auch ein bisschen schlechter gefunden Okay, gut, als ja, ist du. berechtigt. Beide ein bisschen mehr in die Mitte getroffen, genauso wie hier auch. Wobei hier ist es enger gewesen. Hier ist enger gewesen, ja. In der zweiten Folge, glaube ich, war es so eindeutig wie noch nie. Da sind Chang Ja. gegen The Crowd, also Chang und The Crowd gegeneinander angetreten. Da hat eindeutig The Crowd gewonnen. Falls ihr wissen wollt, warum, hört euch die Folge an. Und in dieser Folge Wings vs. Sunrise, Wings gewinnt. Die wahren Gewinner oder die tatsächlichen Gewinner, wie gesagt, sind Wings und Sunrise, mehr oder weniger inoffiziell. Ganz genau kann man es nicht festmachen. Aber wenn man Leute fragt, was ist der erste Film, der Best Picture bei den Oscars gewonnen hat, der wird meistens Wings genannt. Also Wings gilt inoffiziell als der erste Best Picture bei den Oscars, wenn man es auf einen runterbrechen möchte. Wie siehst du das? Welcher Film? Okay, also Seventh Heaven, The Crowd und Wings wären die drei, die sich für uns jetzt qualifiziert hätten. Von diesen dreien würdest du sagen, The Crowd eindeutig. Eindeutig, eindeutig. Es ist wirklich das, was ich heute gemacht habe mit dieser Headcanon, wo Brian ein problematischer Protagonist ist. Bei The Crowd funktioniert es und The Crowd weiß, wie problematisch sein Protagonist ist. Und es ist perfekt eigentlich Okay, dadurch. gut. Ja, also das ist ja ein Podcast, der spannend sein soll. Deswegen soll ich eine andere Meinung haben, aber die habe ich eigentlich nicht. Für mich ist auch super eindeutig The Crowd. Also ich finde, von all diesen Filmen hätte The Crowd meiner Meinung nach verdient gewinnen müssen. Also wir sind uns sehr, sehr einig. Ja, interessant. Ja, Gut. aber das lustigerweise sind wir da nicht die Einzigen, weil wenn man es genau nimmt, was wir letztes Mal schon erwähnt haben und diesmal ein bisschen klarer sagen können, ist, dass eigentlich das Central Board of Judges, die im ersten Oscars wirklich auch abgestimmt haben, diese fünf Männer, Alec Francis, Frank Lloyd, Sid Grauman, Tom Garrecy und A. George Folk, die allesamt für gewisse Branches in der Academy standen, dass die eigentlich, soweit ich es weiß, auch sich eigentlich für The Crowd entschieden haben. Und eigentlich wirklich Louis B. Mayer, der eigentlich dort gar nicht sein hätte dürfen, dagegen gewettert hat, sodass es The Crowd nicht begonnen hat. Also ich bin, also er hätte das Best Unique and Artistic Picture bekommen. Also das ist interessant, dass nicht nur wir damals nicht nur das so gesehen wollen, sondern heute genauso. Es ist interessanterweise, wie Kontinuität hier wirklich klar geblieben ist, wie großartig dieser Film eigentlich ist und wie fast schon fehlerfrei. Mit ein paar Ausnahmen vielleicht, mit ein paar Sachen, die man noch anders machen könnte, aber an sich ein groß, groß, großartiger Film einfach, würde ich mal Ja, sagen. ich meine, eine Sache, die verhindert haben könnte, dass er tatsächlich gewinnt, ist, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, aber das ist ja vielleicht politisch oder auch Ja. studiopolitisch ein bisschen problematisch Ja. oder als problematisch angesehen werden könnte. Ja, Ja. weil er, also nicht nur, aber natürlich auch in Bezug auf Hollywood, so ein bisschen, man könnte es so deuten, dass er den Zuseherinnen und Zusehern ja, das Opium, also das Opium fürs Volk, ein bisschen so entziehen möchte und ein bisschen aufklärt fast schon, ja, zu Ja. Perspektivenreichtum verführt. Aber das ist natürlich interessant, weil wir haben es schon letztes Mal kurz angesprochen, das zeigt, wie früh eigentlich Politics in verschiedensten Hinsicht, also wie politische Aussagen, aber darüber hinaus eigentlich die inneren Mechanismen der Academy hier entscheidend sind, für welche Filme wirklich dann letztendlich gewonnen oder gewählt worden sind. Also unter anderem auch, weil zum Beispiel der Tonfilm fürs erste Jahr ausgeschieden worden ist. Also auch da wiederum, also es gibt so viele politische Entscheidungen, die hier getroffen worden sind in der Academy, sodass man ganz klar sehen kann, wie wir eben diese Awards selbst beim ersten Mal als Diskurs sehen muss, wo eben nicht unbedingt die besten Filme ausgezeichnet worden sind und nicht die besten Filme unbedingt vertreten waren, sondern eine gewisse Art von Film, die akzeptiert werden konnte von vor allem den Studio Boston, die damals noch stark diesen Filmmarkt, Filmindustrie, aber vor allem auch die Academy als von ihnen angestoßene Gründung, angestoßene Institution, mitbestimmt haben eigentlich. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man es auch hier schon, erkennen kann. Ja, absolut. Die Oscars waren und sind immer noch natürlich eine höchst politische Ja. Angelegenheit. Ist zumindest bis zum gewissen Grad vielleicht auch gut so, ja, weil natürlich auch ein
Vehikel sein können, um bestimmte Messages, also zu transportieren und bestimmte Dinge sichtbar zu machen, beziehungsweise Hollywood ist nicht umsonst die Dream Factory genannt. Also unser aller Verhalten, unsere Einstellungen werden in einem nicht unerheblichen Maße auch durch die Medien, die wir konsumieren, und dazu gehören natürlich auch Unterhaltungsmedien stark dazu, beeinflusst. Also von daher kann man dieser Politikalität, ist das ein Wort, der Oscars natürlich sogar auch etwas Positives abgewinnen, aber auch etwas Negatives. Also durch diesen Einfluss kann man natürlich auch, ich formuliere es mal krass, versuchen, Menschen zu formen, zu manipulieren, im überspitzten Sinne. Also das sind natürlich alles Faktoren, die da mit reinspielen. Aber wenn wir ehrlich sind, eigentlich ist so gut wie alles politisch. Also man kann alles von der politischen Perspektive betrachten. Natürlich. Und ja, bei den Oscars ist es vielleicht besonders prominent. Doppelten Sinne der Fall. Aber das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast haben. Wir gedenken, wie viel Jahre haben wir jetzt noch vor uns? 92 Jahrgänge, glaube ich. 92 Jahre politischer Intrigen, politischer Interpretationen, die wir ja diskutieren werden. Und zu diesen Diskussionen seid ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, herzlichst eingeladen. Ich hoffe, ihr freut euch schon darauf. Ja, wolltest du noch was sagen, Sebster? Eigentlich, ich bin ja Ich hier. wollte nur die Politikalität fragen, ob die Politikalität bei uns beim nächsten Mal auch zukommen wird, wenn wir endlich ins nächste Oscar-Jahr zu den zweiten Oscar vordringen werden und uns Alibi von Roland West und In Olds Arizona von Erin Cummings anschauen werden und diese beiden Filme als zwei der fünf damals nominierten Filme, die für den besten Film nominiert worden sind, diskutieren werden. Aber natürlich könnt ihr auch in der Zwischenzeit noch immer erreichen und uns überall hören. Ich glaube, Patrick wird uns gleich sagen, wo ihr mit uns reden könnt. Ja, wir befinden uns immer noch im ersten Jahr. Ich habe das noch nicht perfektioniert. Deswegen seid ihr einmal auf die Shownotes verwiesen. Da steht, also auf die Kommentare verwiesen. Da steht das natürlich drin, wo wir aufrufbar sind. Wir sind in vielen gängigen Social Media vertreten. Also eigentlich alles mit Ausnahme von Instagram, Snapchat und TikTok. Aber wir sind bei Twitter, wir sind bei YouTube, wir sind bei Apple Podcast hörbar, beheimatet sind wir bei Anchor und ihr könnt uns auch eine gute alte Mail schreiben unter, oh Gott, das ist unsere E-Mail-Adresse doch nochmal gleich, selbst da. Es ist nämlich nicht Oscar, wir müssen reden, weil wir da Probleme mit dem Umlaut hatten, oder? Sondern Es ist Oskar muss reden. Oscar muss reden, genau. Also Oscar muss reden, gmail.com, kontaktiert uns doch. Bei Twitter sind wir Oscar Rede oder so. Es ist auf jeden Fall, also wenn ihr Oscar redet, eingebt bei Social Media, versucht das mal. Vermutlich werdet ihr uns finden. Dann könnt ihr uns auch gerne ein Like da lassen, etwas kommentieren. Ja, wir freuen uns. Ihr könnt uns auch einfach per RSS-Feed catchen, dann kriegt ihr jede neue Folge brühwarm in euer Gerät, mit dem ihr das hier hört, geliefert. Tut das doch. Auch diesen Link findet ihr in den Kommentaren beziehungsweise auf unserer Homepage auf Anchor. Da findet ihr den RSS-Feed. Ja, Punkt. Punkt. Und das war eine schöne Nacht, würde ich sagen. Besaufen wir uns weiter. Ciao, Leute. Yay, Bubbles! Bubbles! Das war schon, ich glaube, es war Gris heißt der. Klingt toll, wenn man einfach unter Dutzende Seiten Blätter klickt. Horus Kliese, das ist ein Production Designer, der.